Was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf Easy Money. Als allererstes wünsche ich euch natürlich ein frohes Fest. Wenn ihr kein Weihnachten feiert, wünsche ich euch schöne Weihnachtsferien und ich hoffe, dass ihr alle einfach eine schöne Zeit habt. Ich habe mir heute gedacht, wir werden mal ein interessantes Video machen, und zwar werden wir heute auf die snowiest games in NFL History reagieren, also die beschneitesten, die wo am meisten Schnee lag in den Spielen in NFL History. Ich bin sehr gespannt, was wir da zu Gesicht bekommen werden. Bevor wir allerdings in das Video reinjumpen, wollte ich nur ganz kurz sagen, wir sind gerade auf einem sehr guten Weg, die 5000 Abonnenten zu erreichen. Von daher, falls ihr mich dabei unterstützen wollt, abonniert auf jeden Fall gerne diesen Kanal. Oder, falls ihr schon abonniert habt, sagt einem Kumpel Bescheid, sagt eurer Oma Bescheid, sagt eurer Tante Bescheid, sagt euren Eltern Bescheid, eurer kleinen Schwester, eurem kleinen Bruder, wem auch immer, dass er gerne mal vorbeigucken kann und ein Abo dalassen kann. Gut, und jetzt fangen wir an. Lehnt euch auf jeden Fall zurück und genießt dieses Video. Es ist Weihnachten, deswegen alles ist ein bisschen ruhiger, alles ist ein bisschen besinnter. Genießt dieses Video, entspannt euch und habt eine gute Zeit. The Highlight Heroes. Da bin ich mal gespannt, was The Highlight Heroes hier zusammenstellt. 1948, Eagles vs. Cardinals. Junge, wie weit gehen wir denn zurück? Okay. 1948, ich bin überrascht, dass es da überhaupt schon Videoaufnahmen von den NFL-Games gab. Das ist ziemlich cool, muss ich sagen. Die Helme damals, Alter, ganz, ganz wild. Und das sieht aus wie ein Kunstrasenteppich, den man da irgendwie gerade wegschifft. Wir haben ja auch keinen Ton, also das ist ein bisschen... Mau, ey Junge, guck dir die mal an, Alter, da könnte ich mitspielen. Digga, okay, also hier ist halt einfach mal das Problem. Die Jerseys sehen halt genauso aus wie der Boden, weil hier alles schwarz-weiß ist, logischerweise. Ist ein bisschen, boah, was für ein Move von ihm, Alter. Okay, das ist ein bisschen kritisch hier. Zuschauer stehen da einfach so am Rand. Aber schon nice, Alter, so, dass die NFL so eine Geschichte hat, dass man das so weit noch zurückverfolgen kann, auch mit Video und allem. Schon krass. Und die Uniform, Alter, und die Helme und so, Junge, ist ganz, ganz wild damals gewesen. Aber ich kann, um ehrlich zu sein, nicht sagen, wer hier die Eagles sind und wer hier die Cardinals sind. Also, weiß nicht ganz genau, was hier abgeht. Digga, mit Pike einfach richtig nice. Ja, okay, macht man im Football. Oder man schießt eigentlich nicht mit Pike, ne? So, 2001, Patriots vs. Raiders. Das klingt schon deutlich cooler. Hier jetzt auch mit Game Sound. Okay, also, alter Junge, in der Zeitlupe hier sieht man richtig, wie krass viel es schneit auch. Nicht nur, wie viel da auf dem Boden liegt, sondern wie fett es auch am Schneien ist. Das sieht man in der Fernaufnahme gar nicht. Guck dir das an, Junge. Und wie krank ist das, dass damals schon Tom Brady bei den Patriots war? 2001. Digga, der Typ spielt... Ach, das ist echt krass. 2001 einfach schon Tom Brady und die Patriots, Junge. Seitdem eine Dynastie gewesen, bis er jetzt zu den Bucks gegangen ist. Und auch für den Kicker muss es schwierig sein, ne? Unter diesen Umständen ein Field Goal vernünftig zu schießen. Und ich sage euch ehrlich, Leute, ich kenne so gut wie keine von diesen Spielern. Also, bei diesen alten Games bin ich teilweise echt raus. Tom Brady rennt für einen Touchdown. Eieiei, und das in so einem dicken Schnee. Tom Brady weicht einem Sack aus? Tom Brady rennt für einen First Down? Oh, und Tom Brady wird gesackt und fummelt den Ball. Kritisch. 13... Ist er drin? Alter Schwede. In dem Wetter, Junge, weißt du, wie schwer das sein muss? Digga, der Schnee wird immer dicker auf dem Feld, ne? Und man sieht kein Gras mehr. Was? Er breakt einfach mal alle Tackles, Alter. Und wirklich, wie man Tom Brady kennt, ist es hier Overtime. Und er führt sein Team hier gerade wahrscheinlich zum Sieg, nehme ich mal an. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, was passieren wird, aber... Ist das krank, Junge. Und wieder ein Field Goal. Solide. Ganz solide. Bro, in dem Wetter 4 Field Goals reinzumachen, ich glaube es waren 4. 4 oder 3? Ist schwierig. 2013, Lions vs. Eagles. Schon wieder Eagles zum zweiten Mal. Schöne, angenehme, neue, hochwertige Aufnahmen. Wow! Alter Schwede, ey, guck dir das an, Junge.
Megatron wird im Schnee begraben, dass der ganze Schnee kommt ins Face Mask, Bro. Das muss so wehtun im Gesicht, einfach diesen kalten Schnee in die Schnauze zu bekommen. Boah, was für ein schlechter Wurf. Ich glaube, der hat einfach gar nichts gesehen. Aber krass, schaut er dann in den DB, dass er den Ball da catcht in den Wetterumständen. Alter, diese Highlights, kennt ihr die noch? Mit diesen Animationen? Haben die früher mal auf NFL gemacht, Alter. Das habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Die sehen irgendwie alle viel langsamer aus, ne? Durch den Schnee. Und trotzdem würden die uns noch wahrscheinlich um, was weiß ich, wie viele Yards abziehen. Von der Schnelligkeit her, wenn wir die down chasen würden. Oh, tiefer Pass. Boah, krass. Aber ganz ehrlich, es muss auch richtig Bock machen, im Schnee zu spielen, ne? Ich habe ja auch ein paar Mal in meinem Leben mit ein paar Kumpels so im Schnee Football gespielt, also halt ohne Ausrüstung und so. Aber trotzdem mit Tekken und allem. Das ist so witzig, man einfach Schneehose anziehen, dicke Schneejacke, dicke Winterjacke, Mütze auf oder so. Bro, das macht Todesspaß. Weil du kannst dich im Football, im Schnee kannst du dich halt richtig geil wegtackeln, so, weil du einfach in den weichen Schnee fällst. Deswegen, das ist schon nice. Mal schauen, McCoy, Alter. Der war auch krass. Der war auch sehr krass. Zach Ertz hat damals auch schon bei den Eagles gespielt, in 2013, Alter. Krass. Das habe ich nicht gewusst. Ich dachte, er wäre irgendwie jünger. Okay, also die Highlights, die wir gerade gezeigt bekommen, sind jetzt nicht so mega interessant irgendwie. Aber wie gesagt, es ist Weihnachten, Leute. Wir chillen. Wir gucken uns zusammen das Video an. Ihr könnt nebenbei gerne eine heiße Schokolade trinken oder einen Tee schlürfen oder so, Digga. Einfach auf ganz gemütlicher Basis. Einfach damit wir auch ein bisschen Content so an Weihnachten haben. Wisst ihr, was ich meine? Damit wir zusammen gut die Feiertage überstehen mit ein bisschen Football. Alter, Ross hier schon wieder mit einem fetten Touchdown. Ross ist witzig. Wir haben nämlich John Ross in unserer NGG-Franchise und der geht auch ziemlich gut ab. Ja, with no sleeves on, hat er gerade gesagt. Das ist wirklich so, ne? Einfach kurzärmlich so erstmal im Schnee zocken, Alter. Kann man mal machen. Alter, McCoy, Junge. Ah, LeSean McCoy. After the dance. Nick Foles. 2020, sie gehen für 2 und haben es bekommen. Das ist krass. Next Eagles possession. Who are you gonna give it to? Oh. Bro, habt ihr diese Moves gesehen? Oh, kein Wunder, dass der Shady McCoy hieß, Alter. Digga, guck mal, wie viel. Die müssen da erstmal aufräumen, damit sie überhaupt die Goal-Line noch sehen können. Krass. Krass. The Eagles' two-point try fails, but they still lead 28-20. Foles, two touchdowns. Whoa, Stafford! Oh, das tut weh. Eagles gewinnen 34-20. Das tut weh. 2017, Bills vs. Colts. Okay, nice, Alter. So aktuelle Games. Ja, davon habe ich nichts mitbekommen. Was ist da denn los, Alter? Colts 3-9 und Bills 6-6 damals. Junge, Junge, Junge. Schon wieder ganz, ganz anders als heutzutage. Bro, guck mal, wie krass. Es ist ja wie ein Schneesturm eigentlich. Und es ist gerade mitten im Spiel und die müssen da erstmal aufräumen und alles. Gibt den Spielern natürlich auch mehr Zeit, sich erstmal wieder zu regenerieren und zu chillen und so, ne? Dass sie halt erstmal ein bisschen verschnaufen können. Aber ganz ehrlich, wenn man dann die ganze Zeit in der Kälte da rumsteht, ist glaube ich auch nicht so das Geilste. Und wie viele Socken die anhaben müssen, damit die Zehen nicht absterben, Alter. Stell euch das mal vor. Punt. Der Schnee hält den Punt einfach an. Ja, das ist natürlich dann ein großer Vorteil für die Panther, ne? Der Nachteil ist, dass es wahrscheinlich ziemlich schwierig ist, den Ball richtig zu halten und richtig zu kicken und alles, wenn der ganze Schnee die ganze Zeit auf dich runterfällt.
Wow. Bro, wir haben schon wieder LeSean McCoy hier. Mit zwei Spielen hintereinander, in zwei verschiedenen Jahren, in zwei verschiedenen Teams. Aber mit kranken Highlights beide Male. Und auch als Zuschauer, ne? Jetzt gerade, wo die das Publikum gezeigt haben, stell mal vor, du chillst einfach und es schneit so heftig. Kannst wahrscheinlich kaum irgendwas vom Spiel sehen, Alter. Gefühlt. Und musst du die ganze Zeit in der Kälte ausharren. Ich hätte schon Bock drauf eigentlich. Also ich persönlich hätte schon Bock, mal zu so einem NFL-Game zu gehen, wenn es so richtig hart schneit. Das wäre, glaube ich, ein richtig schönes Wintererlebnis. Einfach so zur Weihnachtszeit so ein Football-Game gucken gehen im Stadion mit so ein paar Kumpels oder so. Dann richtig schön dick Winterjacke und Wintermützen alles anziehen. Also stelle ich mir eigentlich gar nicht so schlecht vor. Wenn ich mal ganz ehrlich bin. Kelvin Benjamin, Alter. Was ist eigentlich mit dem passiert? Von dem habe ich ewig nichts mehr gehört. Ist der verletzt momentan oder so? Ich habe keine Ahnung, was mit dem los ist. Der war doch dann irgendwie bei den Panthers, oder? Oder verwechsel ich da gerade komplett irgendwas? Von dem habe ich wirklich gar nichts mehr gehört, Alter. Das ist krass. Alter, guck dir diesen Schnee an. Es sieht wirklich aus wie ein Schneesturm in dieser Ultrazeitlupe hier. Junge, 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 Junge. Das muss so schwer sein, in solchen Wetterbedingungen irgendwie einen Ball zu fangen. Stell dir das mal bitte vor, wie rutschig das sein muss. Wie schwierig das sein muss, irgendwas zu sehen. Dann ist es alles eisekalt, Alter. Das stelle ich mir echt schwer vor. Preset, Alter. Jo, war er drin? Nee, oder? Aber fliegt er in so dicken Schnee, dass er selber komplett begraben ist. Erstmal nice. Alter, 7-0 und das vierte Viertel, eine Minute noch übrig. War ja ein richtig spannendes Spiel. Und dann endlich. Dann endlich der Touchdown. Mit extra Punkt Ausgleich. Alter, das musst du dir auch mal vorstellen. Ne? Das ganze Spiel überschaffst du es, das Team aus deiner Endzone rauszuhalten. Und im letzten Drive, Digga, in der letzten Minute, lässt du dann den Touchdown zu. Das muss so frustrierend sein. Aber mal gucken, ob er den Kick reinmachen kann. Ist es auch wieder Vinatieri hier? Der war nämlich auch gerade in dem Patriots-Spiel, ne? Wenn ich mich nicht irre. Ach, die haben den Extrapunkt nicht reingemacht. Doch, was? Extrapunkt-Attempt von 43 Yards. Was geht denn hier ab? Oh, der ist drinne! Bro, die ganzen Bildspieler haben schon gejubelt. Warum wird es jetzt nochmal wiederholt? Guck mal, die Bildspieler jubeln schon alle und dann auf einmal... Nope, doch nicht. Warum zum Henker war denn der Extrapunkt von 43 Yards? Da mussten ja die ganze Zeit... Boah, McCoy, Junge. Nein, Alter. Das ist so bitter, Mann. Das ist so bitter für die Colts, Junge. Alter Schwede. Das tut weh. Das tut weh. Ist denn da auf Quarterback? Ja, Linebacker hätte das Tackle machen müssen. Boah, das tut weh. Und dann stell dir vor, Digga, du fährst in dieses Wetter, spielst dein ganzes Spiel, frierst dir den Arsch ab, deine Zehen und Finger sterben wahrscheinlich und dann verlierst du einfach. So kacke, Mann. Ganz im Ernst. 1982, Patriots gegen Dolphins. Das ist jetzt auch das letzte Spiel, Leute. 82. Und schon wieder die Patriots. Sieht aus, als würde der Kicker ausrutschen. Guck mal, wie er läuft, wie so ein Goofy, Alter. Pff, Bro. Was ist das denn gewesen? Hatten die damals noch keine Stollenschuhe oder so? Toll, Mann. Hat eigentlich einen richtig geilen Cutback gemacht und fällt da einfach hin wegen dem Schnee. Alter Schwede, ey. Und? Er ist drin. Die einzigen Punkte dieses Spiels, hat der Kommentator gerade gesagt. 3-0 gewinnen die Patriots dieses Spiel gegen die Dolphins. Junge, Junge, das muss ja auch krass langweilig sein als Zuschauer, ne?
Aber ich hätte irgendwie Bock, dass dieses Weihnachten auch so ein fettes Schneespiel kommt. Das wäre cool. Video ist jetzt hier vorbei. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, darauf zu reagieren. Teilweise ein bisschen, die Highlights waren ein bisschen zu ausführlich, irgendwie ein bisschen zu lang, tausende Wiederholungen gezeigt, aber was soll man machen? Ich habe ja gesagt, Weihnachten, Digga, beziehungsweise Weihnachtsferien, da kann man das alles ein bisschen ruhiger angehen, ein bisschen entspannter, einfach das Video gucken und chillen und eine gute Zeit haben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir auf jeden Fall sehr gerne einen Like da. Wie gesagt, ich wünsche euch frohe Ferien, ein frohes Fest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und so weiter und so fort. Und wie gesagt, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann abonniert gerne diesen Kanal. Ansonsten, liebe Leute, danke auf jeden Fall, dass ihr immer am Start seid. Und ja, dann würde ich auf jeden Fall sagen, haut rein, bis zum nächsten Video. Bis dahin. Danke.